Und das ist der Abspann. Sonic Generations. Ja, jetzt sehen wir die ganzen Leute, die es entwickelt haben. Sonic 1 ist da rechts im Bild. Jetzt seht ihr vielleicht ein bisschen die Ähnlichkeit zu den Welten, die hier gemacht wurden. Allerdings ist da trotzdem nicht alles identisch. So, hier ist die Welt aus Sonic 2. Es ist die zweite Zone. Chemical Plant. Kann man sehr gut dran sehen, woran sie sich orientiert haben. Das Spiel habe ich schon durch. Ja. Hier ist auch gefragt, gab es auch da schon. Und Sky Sanctuary. Aus Sonic und Knuckles. Und da hat Sonic lieber Magnetbarriere. Mitte, das kann man als Upgrade draufpacken auf Classic Sonic. Ja, Wolken. Haltestangen. Stacheln natürlich überall. Und die Säule, die langsam einstürzt, während der Weg auch einstürzt, wenn man drauf läuft. Sonic Adventure 1 habe ich gespielt. Nie ganz durchgehabt, aber ich habe es schon gespielt. Weil es ja Gott sei Dank auch ein PC gibt und da kann man genug Downloads finden. Also gibt eigentlich nicht viel, was ihr suchen müsstet. Was allerdings in Sonic Adventure 1 noch nicht gab, war der Booster. Es gab immer noch den Spender. Könnte man aber später irgendwie nie durch. Das ist City Escape. Und wenn der Abstand vorbei ist, werdet ihr beim nächsten Part wahrscheinlich ich werde dann einfach zeigen, wie ich die Missionen mache. Ich sehe es nicht ein, dass so ein cooles Spiel jetzt schon vorbei sein soll. Und sehr gut, den wir hatten. Und der Truck. Und wie ihr seht, hat er hier keine Kreissägen. Keine einzige. Das haben sie in diesem Spiel nur eingebaut, damit es ein bisschen arschiger wird. Und Sonic Heroes. Vielleicht ein schönes Level. Natürlich, klar, man konnte Knuckles und Tails das nicht ändern, weil es nur ein Abenteuer für zwei Sonic war. Und ja, ich glaube auch, dass es sehr schwierig wird, alle Wege in Sonic Generations in allen Leveln zu finden. Es gibt inzwischen so viele. Müsst ihr euch mal reinziehen. Ich habe, glaube ich, drei oder vier Wege schon im ersten Level beim ersten Run ausgelassen. Naja, das Kart gab es auch da, das konnte man allerdings nicht zu dritt benutzen. Und natürlich geteilte Loopings, weil es waren ja immer drei Leute in einem Team. So. Und das ist Crisis City in Sonic 2006. Sonic 2006 war ein Spiel, das leider nicht besonders gelungen ist. Und obendrein wurde das Spiel an Sonics Jubiläum versaut. Also an Sonic 5 Jubiläum. 2006. Die Grafiken waren nicht alle toll. Das Gameplay war nicht nur alt, es war langsam.
Ihr wart einfach langsam. Und dann gab es dagegen schon wieder Level, die waren tierisch schnell, so wie das jetzt. Und die Figuren sahen einfach nur ekelhaft aus. Sie waren viel zu lang, die Gliedmaßen. Also die einzigen, die da wirklich gut aussahen, waren Blaze, Shadow und Silver. Und das ist der gute alte Rooftop Run nach Sonic Unleashed. Das sieht schon wieder gut aus. Und Sonic Unleashed war auch das schnellste Sonic-Spiel, das ich bisher gegeben habe. Ich glaube nicht, dass das hier jetzt so schnell gewesen ist. Kam 2008 raus, das ist jetzt 3 Jahre her. Es gab noch für PS2 und... Aber wenn ihr meine Videos gesehen habt, dann wisst ihr, dass die Version bei weitem nicht so schön ist wie das hier. Und auch die Roboter gab es da. Und Sonic Colors. Ja, Planet Wisp, das ist das langweiligste Level im ganzen Spiel, wenn ihr mich fragt. Ich sag's gern nochmal, das langweiligste. Ich hätte lieber Asteroid Coaster genommen oder vielleicht das Tropical Resort, das hätte zum Auftakt auch schon längst gereicht. Und ich weiß, dass man Sonic Colors bei Planet Wisp mehr als nur 2 Aliens da hatte. Da seht ihr die Kristalle, da konnte man Laser benutzen. Hover gab es glaube ich auch einmal. Und die Hunger Attack ging ganz durch Level praktisch. Und ja, jetzt kommen die Bosse. Shadow. Oder so. Keine Ahnung. Einfach irgendwelche reingeschmissenen Bilder. Ich würde mal sagen, das war's, ja? Oh, das ist jetzt nice. Dass sie das noch extra aufgenommen haben, finde ich geil. Ja, Copyright bei Sega. Und du hast hier wirklich eine Tür gesehen? Was? Du hast doch gesagt, du hättest hier eine Tür gesehen! Es war auf jeden Fall einer von uns beiden. Sei still und such weiter. Eggman verträgt sich nicht besonders gut mit sich selbst. Wie spät ist es? Genauso spät wie bei deiner letzten Nachfrage. Und bei der nächsten Nachfrage wird es genauso spät sein. Hier gibt es keine Zeit! Das ist ja wirklich ein ganz toller Plan, den du dir da ausgedacht hast. Sei nicht so selbstgefällig. Bald ist das dein eigener Plan. Ich werde den Rest meines Lebens damit verbringen, ihn zu vergessen. Das habe ich gehört. Gewinnen wir auch mal. Das hängt davon ab, was du unter Gewinnen verstehst. Sonic besiegen. Oh, na dann nicht. Da bleibt wenig Hoffnung. Vielleicht sollte ich doch wieder auf Lehramt studieren. Gar keine schlechte Idee. Ich sage Leuten gern, was sie tun sollen. Was? Du hast nur die Fähigkeit Super Sonic. Huhu. Testen wir das doch gleich mal aus. Kannst du die Zeitlupe-Fähigkeit kaufen? Besuch deinen Shop nie, weil ich nicht wieder Zeit habe. Und jetzt mit sie weg hier. Green Hell Zone, ich komme! Das will ich ja wenigstens noch austesten, bevor es zu Ende ist. Da. Auf geht's. Naja, und die brauchbaren Tipps sind wieder da. Ach Mist, immer noch diese Musik. Ich
meine, die Story ist jetzt vorbei, aber wir können immer noch rumrennen und allen Scheiß mit uns treiben. Wahrscheinlich kann ich die Fähigkeit erst im Shop kaufen. Ah, ja, was soll's. Ich bin da. Zeige euch mal was. Er hängt sich da auf. Jedes Mal. Ein Glitch oder ein Bug im Spiel. Lustig. Vorwärts. Nicht mein absoluter Zahnrekord. Auch nicht mein Ringrekord. Aber hey, was soll's. Gut, ich, ja. Was hast du jetzt? Rang S, das hast du gut gemacht, Sonic. Nicht mal mein Tornado kann da mithalten. Ja, das weiß ich. Hi! Hops. Wer nennt das so? Ja gut, der sagt uns wenigstens, wo da ein roter Stern drin ist. Jetzt gehe ich mal zum Shop und gucke ihn mir an. Fähigkeiten Shop. Zeitlupe. Schön. Sonic kann sofort anhalten. Ja, klar. So, Super Sonic braucht natürlich alle. Und jetzt kapiere ich das so endlich mit dem System. Jetzt will ich meinen Team von Super Sonic hören. Nimmst du Schaden, hast keine Ringe mehr, verlierst dein Leben. Also pass auf. Ist ja schön für dich, Omo. Ciao. Die Fähigkeit jetzt? Zeig mir nichts an. Yeah!
Jetzt war ich aber bei der Röhre auf. Oh. Jetzt habe ich einen Ohren eigentlich. Aktiviert sich durch gar nichts, Mann. Wie aktiviere ich super schnell in diesem Spiel? Ich hab ja jetzt nicht Super Sonic umsonst irgendwie, also da passt das. Na gut, was soll's. Ich würde sagen, das war's für diese Aufnahme. Jetzt habe ich alle 5 roten Ringe. Schlingen halten. Schön. Oh, so sieht das aus, wenn man alle roten Ringe hat, ja? Das ist in der PS3-Version inzwischen hier auch Sonic 1 zu spielen gibt. Einfach mal so. Nun gut, was soll's. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.